Galater 1 von Vers 1. Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen argen Welt oder bösen Welt, nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich schreibe immer, sehr geehrte Damen und Herren, Paulus schreibt mehr irgendwie, ja. Das ist schon ein richtig voluminöser Anfang, den er hier gibt, und er kommt, also das ist, als ob die Titanic mit ihrem Bug durchs Wasser pflügt, ja, und er steigt sofort ein. Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, Roms, auch nicht durch Menschen, Roms, sondern durch Christus, ja, und durch Gott, den Vater. Also der kommt mit breiter Brust auf die Galater zu. Warum das so ist, sehen wir gleich, ja. Werden wir noch still und beten noch, ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Zeit, die wir haben dürfen hier in Interlaken, für die Zeit, die wir haben dürfen unter deinem Wort. Danke für die gute Aufnahme, die wir haben dürfen auch hier im Haus, und für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen untereinander und auch mit dir unter deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du auch reden möchtest, dein Wort uns lebendig machst, dass wir die Bibel verstehen können und darüber einfach auch verstehen, wer du bist. Und wir bitten dich, dass wir nicht nur mit dem Kopf hören, sondern dass es uns auch ins Herz geht und dass wir zu dir selber finden und dich sehen, so wie du bist, und an dir gesund werden und froh werden, fröhlich werden, zuversichtlich werden, auch in einer Welt, die vergeht, Hoffnung haben dürfen und auch Hoffnung weitergeben dürfen durch die gute Botschaft, die in dir ist und in dir allein. Segnet uns dazu heute Morgen und wir beten dich an. Amen. Amen. Gut, also ich habe gedacht, wir machen vielleicht, gehen Sie mal durch das Thema durch. Wenn ihr Fragen habt und habt einen Stift, vielleicht schreibt ihr die auf. Und danach machen wir eine halbe Stunde Austausch. Ja, wenn ich was vergessen habe oder ihr habt eine Anmerkung oder was nicht verstanden oder sagt, da fehlt noch dies und das, dann können wir das vielleicht so ergänzen und dann gehen wir Mittagessen. Ja, ja? Dann gehen wir einfach mal so durch den Text durch. Das Problem beim Galaterbrief, finde ich, ist, ich habe lange versucht zu begreifen, was der Paulus da überhaupt meint. Wo war überhaupt das Problem von Paulus? Welchen Geschmack hatte denn die Gemeinde in Galatien? Was war da für ein Klima? Was herrschte da für ein Geist? Was haben die geglaubt? Wie haben die sich verhalten untereinander? Was war denn so schrecklich und so schlimm, dass der Paulus sagt, in seinem Gruß schon, ich komme überhaupt nicht von Menschen, ich komme von Gott direkt zu euch, ja? Und ihr Galater, ihr macht einen Riesenfehler, weil ihr geht wieder ins Judentum zurück, wo ich gerade mühsam rausgefunden habe. Ja? Er sagt, ich war doch einer der Obersten im Judentum. Ich habe zugenommen über viele meiner Altersgenossen. Ich war der im Gesetz unsträflich gewesen ist. Meiner Meinung nach, dann ist eine Vermutung von mir, hatte Paulus das Zeug, hoher Priester zu werden. Der wäre hoher Priester geworden. Das war ein Alpha-Tier. Ja, das Evangelium hat uns nicht irgendjemand gebracht. Ja, das war ein ganz besonderer Mann. Und Paulus hat den Galatern gesagt, ich habe Jesus gefunden. Ich habe zum Leben gefunden. Ich habe zu einer Persönlichkeit, ich habe zu Gott selbst gefunden. Ich bin aus dem Judentum, wo ich sehr erfolgreich war, also unbestritten. Selbst die Gemeinden können das bestätigen, ja, dass sie gehört hatten von mir, dass ich den Glauben verfolgt habe und nicht wollte, dass jemand an diesen Jeschu glaubt. Ja, und jetzt hat dieser Jeschu, dieser Jesus hat mich gefunden. Ja, ich habe ihn gefunden. Du bist mein und ich bin dein, ja, wie der Liederdichter sagt. Und ich habe aus dem Gesetz rausgefunden, was uns kaputt macht und auch dazu gegeben ist. Ja? Und ich habe Jesus gefunden. Und ihr Galater, ihr habt mich ganz freundlich aufgenommen, aber jetzt seid ihr ja da drauf und dran und habt euch umgedreht und geht wieder den Weg zurück ins Judentum. Ihr haltet das Passafest und den Schabbat und die Beschneidung und
alle möglichen Tage und ihr seid ja irdisch gesinnt. Das war das Problem. Ihr beschäftigt euch ja mit den Elementen dieser Welt und nicht mit geistlichen Wahrheiten. Wenn ihr Galater, wenn euch jemand sagen würde, ihr müsst von neuem geboren werden, dann würdet ihr Galater antworten, ja, soll ich denn wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von neuem, wie soll das denn, ja? Ihr Galater, auf dem Weg seid ihr. Und eigentlich hättet ihr Galater eine zweite Wiedergeburt nötig. Das schreibt Paulus. Also wir Evangelikale sagen, Moment mal, es gibt da nur eine Wiedergeburt. Aber das war so schlimm mit den Galatern, dass der Paulus ihn schreibt im Lauf des, ich glaube, Galater 2, Galater 3, sagt er, dass er wünschte, dass seine Stimme unter ihnen wandeln könnte und dass sie eine zweite Gnade erleben könnten. Das ist Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis dass Christus eine Gestalt gewinnt in euch. Nicht das Gesetz, nicht Mose, ja, nicht die Feiertage im Judentum sollen Gestalt gewinnen in euch, sondern der auferstandene Christus. Warum? Weil die Aufgabe der Gemeinde nicht ist, das Gesetz zu tun, sondern Christus darzustellen, einer vergehenden Welt. Jeder Einzelne von uns hat diese hohe Aufgabe. Ja? Warum? Naja, weil wir ja wiedergeboren sind. Weil Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Weil wir eine neue Natur geschenkt haben, die Christusgemäß ist. Weil wir sein Leib sind. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Dann sind wir ja Christus, oder? Ja, wir sind ja auch Christen. Das hört man ja schon, ja? Das gibt's in keiner Religion. Dass die dieser Religion, wie sie auch immer heißt, nachfolgen, dass die ihren Gott symbolisieren und darstellen, das gibt's in keiner Religion. Man muss da opfern, man muss da enthaltsam sein und Entsagungen durchleben, damit man in irgendwelche neuen Sphären vordringen kann. Aber Gott im Fleisch darzustellen, das ist der Gemeinde Jesu vorbehalten. Ja, das wünscht sich Paulus von den Galatern. Er sagt, ihr Galater, das ist eure Aufgabe, ist nicht am Sabbat nicht zu arbeiten. Ja, oder euch beschneiden zu lassen. Eure Aufgabe ist, Christus darzustellen. Und ich wünschte, ich wäre bei euch und könnte aber mal, wäre gerne bei euch, dass ich wollte, dass ich jetzt bei euch wäre und meine Stimme wandeln könnte unter euch, ja? Ich bin irre an euch. Ich bin ganz durch, weil ich denke, was ist denn los mit euch Galatern? Das war das Problem, was Paulus da sah. Das eigentliche Problem war, dass die Galater irdisch gesinnt gewesen sind. Das seht ihr auch heute, ich rede mal ganz platt, ja, in der katholischen Kirche. Ja? Weil da gibt's heilige Handlungen, heilige Orte, heilige Gegenstände. Wie sagt man dazu? Weihwasser. Das ist geweihtes Wasser und das Wasser hilft, ja, wenn du das da und da anwendest oder dich da und da aufhältst oder dich damit halt salbst oder wenn du die heilige Ölung, wenn du die bekommst, ja, oder wenn du die Hostie nimmst, die ja verwandelt wird, da wird ja geklingelt im Gottesdienst, ja, und dann gibt's die Wandlung, dann verwandelt sich dieses Stück Gebäck in tatsächlichen Leib Christi, ja, den man dann, das ist irdisch gesinnt, ja. Und dieses Denken hat sich ganz stark verbreitet in der Bevölkerung. Warum? Weil alle Welt irdisch gesinnt ist. Die ganze Christenheit ist irdisch gesinnt. Ja? Aber die Jesus gefunden haben, die haben das hinter sich gelassen. Weil die Jesus haben. Und weil die sagen, ich brauche keinen heiligen Ort. Überall, wo ich bin, ist Gott bei mir. Ich brauche keine heiligen Handlungen. Es gibt ein allgemeines Priestertum. Wir brauchen keinen Priester, der uns irgendwelche Handlungen zelebriert. Ja? Jeder von uns darf direkt Priester sein für die Nachbarschaft, für die Familie, im Beruf. Wir sind Priester an Gottes Stadt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ja? Das ist die Freiheit und die Berufung der Gemeinde Jesu. Und bei den katholischen Kirche zum Beispiel, auch bei vielen anderen Gemeinden, ich habe jetzt halt nur dieses Beispiel gerade, da kann man dieses irdisch Gesinntsein sehen. Die Kirche bindet die Menschen damit an sich. Ja, dann gibt's die Wandlung. Und dann hat der Priester früher gesagt, hoc est corpus filius. Bim, lim, lim, lim. Ja, das ist der Leib des Sohnes. Hoc est corpus filius. Da ist draus geworden, hocus pocus fidibus. Ja, aber ganz bestimmt.
Das ist in Köln, ja, auf der Schelsig wahrscheinlich, in Deutsch, ich weiß nicht genau, ja. Das ist eine Verballhornung der Gottesdienstformel beim Abendmahl. Ja? Das heißt, der Priester hat gesagt, hoc est corpus filius, das ist der Leib des Sohnes, klingelingeling. Und der Kölner hat gesagt, hocus pocus filibus, da draus. Das ist eine Zauberformel geworden. Ja? Wir leben in einer christlichen Kultur, wo auch christliche Dinge auch verballhornt worden sind. Ja? Das gibt's. Aber die Kirche hat gesagt, wenn ihr nicht euch an diesen heiligen Orten aufhaltet und wenn ihr nicht den Segen der Kirche empfangt, den nur wir euch Priester euch geben können, dann geht ihr am Ende noch verloren, weil die allein selig machende Kirche ist das, wozu ihr euch halten müsst. Ja? Das Evangelium sagt aber nein, es gibt den allein selig machenden Jesus Christus, zu dem müsst ihr euch halten. Die Kirche macht nicht selig. Die Gemeinde macht auch nicht selig. Selig macht nur einer. Und der macht's wann und wo und wie er will, ja? Bei jedem einzelnen Menschen. Das ist was Schönes, ja? Das heißt, es gibt keine heiligen Orte, keine heiligen Handlungen, keine heiligen Gegenstände. Es gibt heilige Menschen. Die sind geheiligt für Gott. Heiligen heißt abgesondert für den Dienst Gottes. Das heißt, da, wo Gott euch hingestellt hat, da haben eure Arbeitskollegen ein Riesenglück. Weil da ist ein Gesalbter unter ihnen. Ein Christ. Christus heißt ja der Gesalbte. Ist ja das griechische Wort für Messias, ja? Entschuldigung, dass ich das so sage. Ein kleiner Messias arbeitet drüben an der Drehbank, an der Stanze. Und wenn ich den frage, wie ich ewiges Leben, der weiß es, ja? Der steht da und macht jeden Tag seine Teile, ja? Und ab und zu streut er mal ein bisschen Evangelium da in dem im Pausenraum oder so. Und manche ärgern sich auch darüber, ja? Aber manche sagen, ich habe das Evangelium gehört. Warum? Na, weil da hinten ist ein Gesalbter, der steht da hinten an der Drehbank oder im Magazin oder auf dem Gerüst, ja, wo auch immer. Oder wegen mir auch in der Hochschule, egal, ja. Und Leute gibt's überall von uns, die, in denen Jesus etwas angezündet hat, etwas Neues gemacht hat. Und die plötzlich sagen, mit mir ist irgendwas passiert. Ich habe eigentlich gar nicht danach gesucht, aber Gott hat mich aufgefunden. Ich habe Gott gefunden, ich habe Jesus gefunden, ja. Und Stück für Stück werden wir davon frei. Und Paulus sagt, ihr seid wieder zurückgegangen. Ihr seid zurückgegangen zum Irdischen. Ihr wollt wieder Tage halten und Feste und Jahre und euch beschneiden lassen und Speisegebote einhalten. Alle diese Dinge, sagt er, die in Christus alle Wesen geworden sind, Wesenheit, wesenhaft geworden sind. Und ihr wollt wieder zu diesen Elementen dieser Welt zurück. Was, habt ihr Christus nicht gesehen? Christus war doch bei euch wie gekreuzigt, habe ich in euch vor Augen gezeichnet. Ja? Wieso lasst ihr Jesus los für Matze und für ein Schabbes? Ja? Was ist denn los? Und ich bin irre an euch, ihr Galater. Ja? Das ist so der Grundgedanke. Und deswegen sagt er auch, hier kommt nicht ein Apostel oder ein Bibellehrer von der Bibelschule beim Gamaliel. Als ob Paulus wieder von Menschen kommt, um das Menschliche den Menschen in Galatien zu bringen. Sondern er sagt, ich komme mit einem Himmelsevangelium zur Gemeinde Jesu, die in Galatien ist. Das ist etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes. Ja? Und deswegen kommt er so mit breiter Brust am Anfang vom Galaterbrief und fängt den an und sagt, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus, durch den Auferstandenen. Ja? Und das ist auch das, dann gucken wir uns da die Punkte mal an, das ist mir immer auch wichtig, auch bei den Predigten, die wir haben. Das, wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann geschieht das Wort an uns. Ja? Und das Wort unterweist uns über Wahrheiten, die wir als natürlicher Mensch nicht fühlen und auch nicht wissen und uns im Entferntesten nicht vorstellen könnten. Das Wort Gottes ruft in diese Dunkelheit unserer Eindrücke, unserer fünf Sinne, von denen die Aufklärung uns sagt, dass wir das Licht der Welt wären, ja? Illuminiert. Illuminiert ist nur die Gemeinde Jesu, ja? Die wirklichen Illuminaten ist die Gemeinde, die haben Licht, ewiges Licht. Ja, so ist das. Die ganze Welt steht Kopf. Aber wir empfinden uns mit unserem,
manchmal empfinden wir uns toll, manchmal gelingt uns die stille Zeit, wegen mir halten wir eine gute Predigt oder eine gute Andacht oder wir beten ausreichend nach unserem Verständnis, ja, oder wir haben jemand das Evangelium weitergegeben oder wir haben uns mal nicht geschämt und es ist alles gut, die Sonne scheint und wir fühlen uns gut. Und andererseits gibt's wieder Tage, da sind wir niedergeschlagen, weil uns irgendeine Schuld übereilt hat oder wir uns wieder haben gelüsten lassen oder weil wir vielleicht was geklaut haben oder weil wir gelogen haben, ja, und wir sind wetterwendig. Das geht mal auf und mal nieder mit dem alten Menschen. Das geht hin und her. So, und in diese Malaise kommt jetzt Gottes Wort hinein und sagt, du sollst nicht, du sollst nicht. Und dann kommen wir in eine totale Engführung. Ja? Und wir kommen an einen Punkt, wo wir kaum mehr atmen können, weil wir sagen, das erdrückt mich alles. Das ist zu schwer. Das schaffe ich gar nicht. Und ich fühle mich auch nicht als fröhlicher Christ. Ja? Ich empfinde, ich habe eigentlich hier ein Gesetzesbuch eigentlich vor mir jetzt und ich soll so viele Dinge einhalten und tun und ich sehe, ich kriege das alles gar nicht hin. Das ist unsere Erfahrung. So erleben wir uns, so sehen wir uns, ja? Und in diese Malaise rein ruft Gottes Wort, du bist geliebt von Gott. Für diese deine Schwachheiten und deine Sünden ist Jesus auf Golgatha gestorben. Ja? Das haben wir ja nicht erlebt, wir waren ja nicht dabei. Die Bibel ruft uns das zu. Und die sagt noch viel mehr. Dein alter Mensch mit seinen Vorlieben und seinen Unmöglichkeiten und seinen Peinlichkeiten, der ist hier mitgestorben. Der ist juristisch vor Gott tot. Das ist etwas, was wir nicht spüren. Wir spüren was ganz anderes. Und manchmal mag es auch so sein, dass wir manchmal ein bisschen schrullige Typen sind, ja? Das ist vielleicht auch manchmal wirklich so. Vielleicht müssten wir uns das auch manchmal einfach eingestehen und sagen, Herr Jesus, ich bin manchmal auch nicht so ganz passend für dich. Ja? Petrus sagt, geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das gehört auch zum Christentum dazu, das zuzugestehen. Ja? Aber insgesamt ruft das Evangelium uns zu und sagt, deine Unmöglichkeiten, deine Sünde, dein Versagen, dein Ich-Wesen, dein Ego, das ist alles mitgestorben auf Golgatha. Und das ist wahr. Und Golgatha ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das kann nicht mal mehr der Teufel wieder hervorholen. Kein Teufel und kein Engel. Es ist vollbracht. So, und das ruft die Bibel uns als Wahrheit in diese emotionale Malaise rein. Ja? Das heißt, da geschieht ja Gottes Licht. Gott strahlt ja sein Ewigkeitslicht in unsere weltliche Empfindungswelt hinein, in unsere Erlebenswelt. Und das schockt uns erstmal und macht uns vielleicht auch ein bisschen erstaunt und bis man das im Glauben ergreift und sagt, ja, ich habe einen alten Menschen, aber ich darf auch in Christus einen neuen Menschen haben. Und der alte Mensch, den kann ich zwar versuchen im Zaum zu halten, aber der ist immer noch von Erde und hat diese Peinlichkeiten und Unmöglichkeiten. Das ist so, das ist meine alte Natur. Aber ich darf in Christus der neue Mensch sein. Ja, das hat mir persönlich sehr viel geholfen in meinem Glaubensleben, zu unterscheiden zwischen Stellung und Wandel. Wandel ist das, was ihr hier vor euch seht. Ja, der alte Martensack hat Luther das beschrieben. Ja, mehr bleibt nämlich nicht von uns übrig, wenn das Leben aus uns geht. Ja, wir werden wieder zur Erde. Ja. Das ist der alte Mensch mit seinen Empfindungen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Neigungen, mit seinen Süchten, mit seinen Vorlieben, mit seiner Sündhaftigkeit, mit seinem Wunsch, Gott gleich zu sein, mit seinem Wunsch, Gott endlich frei zu sein. Ich will ich sein. Ja, ich. Und ich glaube, das geht am besten, wenn ich viel Geld habe und jung bin. Das ist das Ideal der Welt heute. Geld haben, jung sein und ich will tun und lassen, was ich will. Ja. Und dieser alte Mensch, das ruft uns das Wort Gottes zu, der ist mit Christus mitgestorben. Das ist ein Riesentrost für uns. Ja? Paulus sagt, so sündige nun nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, der geht ganz weg von seinem alten Menschen. Der sagt, ich bin der Neue, ich sündige nicht mehr, sondern die Sünde, die in dem alten Paulus noch drin ist, lass dich nicht gelüsten. Ja? Und all diese Dinge, Römer 7, ja, die er da aufschreibt. Das ist ein großer Trost für uns. Und das hält uns bescheiden. Ja, das hält uns ein bisschen auf dem Boden. Wenn ein Bruder oder eine Schwester an uns schuldig werden, dann sagen wir, oh, das ist mir auch schon passiert. Ja, das kenne ich auch. Komm, ich vergeb's dir. Ja, wir gehen einfach weiter. Ja? Das heißt, die Sünde ist nicht mehr dazu da, um uns zu zerstören oder in eine gottlose
Einsamkeit zu treiben, auch als Christ, ja, sondern ist einfach dazu da, dass wir sagen müssen, ja, ich brauche auch die Vergebung Jesu und mein Bruder braucht die und meine Schwester braucht die. Wir brauchen die alle und das macht uns einfach bescheiden. Das macht uns auch nahbar. Das macht uns auch authentisch. Und eigentlich macht uns das zu wertvollen Menschen. Denn wem viel vergeben ist, der liebt doch auch viel, oder? Ja, Gott und auch seinen Mitmenschen, ja? Und deswegen ist, überleg mal, Gott macht sogar aus der Sünde noch Segen. Ja? Aber das zu unterscheiden und zu sagen, wegen diesem alten Achim, deswegen ist Jesus gestorben. Gott sei Lob und Dank, dass das wahr ist. Ja? Wir leben nicht in einer Gesetzesreligion. Wir leben nicht im Islam. Wir leben nicht im Judentum. Wir leben nicht in einem menschlichen Evangelium. Wir leben in einem Himmelsevangelium. Das heißt, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dann geschieht das zu uns von außerhalb, mehr noch von oberhalb. Das kommt vom Himmel zu uns. Das ist ein himmlisches Evangelium. Ja, und mehr schreibt der Paulus auch nicht an die Galater. Paulus kein Apostel von Menschen, ja, sondern Apostel von Jesus Christus und von Gott. Der Jesus auferweckt hat. Hier geht es um die Auferweckung, hier geht es um das ewige Leben, hier geht es um die Christusgleichheit und nicht um den Sinai. Ja? Und deswegen ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu nicht die 10 Gebote zu tun oder die 613 Gebote, sondern Christus darzustellen. Das ist aber viel mehr als alle Gebote zu halten. Ja, aber das ist viel freier. Ja, genau, und das ist aber auch viel gebundener an Jesus. Ja? Das heißt, wir sind ja nicht ohne Gesetz. Aber wir sind im Gesetz des Geistes, da kommen wir später nochmal zu, ja? Wir sind nicht im Gesetz des Mose. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind auch frei vom Fluch des Gesetzes. Wir sind fluchlos geworden, ja? Der Fluch trifft uns nicht mehr des Gesetzes. Sondern wir sind frei vom Gesetz. Wir sind, weil wir gebundene sind an Jesus. Und in der Gebundenheit an Jesus sind wir von allem frei. Wir sind so frei, dass wir eigentlich, Entschuldigung, nicht mal einen Personalausweis bräuchten. Entschuldigung. Wir sind so frei, dass wir nicht mal Steuern zahlen müssen. Ist das so? Ja, natürlich ist das so. Die Königskinder sind frei, ja? Aber sagt Jesus, nimm den Starter aus dem See Genezareth und gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Na, hat das halt, ja? Aber gib Gott, was Gottes ist. Aber weil wir Himmelsbürger sind und zu Jesus gehören, eigentlich bräuchten wir nicht, wir wären von der Steuer und von jeglicher staatlichen Bevormundung, sind wir komplett frei. Ich mag nicht gern politisch reden, aber es ist halt auch wahr, ja? Es ist einfach wahr. Und vielleicht sagt uns das jetzt mehr als noch vor 3-4 Jahren, ja? Das heißt also, wir sind Gottes Kinder, aber weil wir niemandes Knecht mehr sind und doch jedermanns Knecht, sagt Luther, fügen wir uns auch in den Staatswesen ein und zahlen auch unsere Steuern. Wir zahlen auch GEZ. Ja, Himmelsreichsbürger, ja? Ja, genau. Reichsbürger, sagte letztens jemand, ja. Reichsbürger. Himmelreichsbürger. Ja? Es ist halt einfach wahr. Und man müsste das vor 5 Jahren genauso gesagt haben wie heute auch. Und in 20 Jahren gilt es immer noch. Ja? Es ist nur mal ein Gedanke, den man mal haben darf. Und man darf auch sagen, wir Christen sind keine Revoluzer. Ja? Wenn der Staat übergriffig wird, dann sagen wir nicht weiter als bis hierher. Ja? Da beginnt jetzt unsere Freiheit als Christenmensch. Ja? Aber insgesamt sind wir keine Revoluzzer. Es gibt ja oft, also während dieser Corona-Sache, wo wir halt beim Thema sind, ist ja oft gesagt worden, wir müssen der Obrigkeit untertan sein, sagt Paulus, ja. Aber man muss das auch vor dem Hintergrund eines vollkommen revoluzzerischen Judentums verstehen. Das war so schlimm, dass der Vorgänger von Pilatus resigniert hat in Jerusalem und hat gesagt, das Volk ist nicht zu regieren. Da gibt's Sikarier, das sind so Messerleute, ja. Da gibt's Zeloten, das sind so Eiferer, die erstaunlich, gut, okay. Es gibt von allen Sorten gibt's irgendwelche Leute. In der Wüste draußen hat noch einer 400 Leute hinter sich hergezogen. Die sind nicht zu regieren. Dann ist Pilatus irgendwann eingesetzt worden. Ein Freund vom Kaiser in Rom, der hat dem Pilatus dann einen Job besorgt und der hat gnadenlos gekreuzigt, Entschuldigung, was das Zeug hielt. Und da war zufällig ein Zimmermann aus Nazareth drunter. Das war die Geschichte. Zufällig nicht, ja, aber ihr wisst, was ich meine damit, ja. Das hat er nicht geglaubt.
Das war die Geschichte damals. Und vor diesem Hintergrund eines vollkommen außer Rand und Band geratenen Judentums, das steht im Talmud auch, also im Jahr 65, 66 bis 68, 70 nach Christus, war das Judentum so verkommen, dass die Gerichtshöfe in Jerusalem nicht mal mehr Mord geahndet haben. Die haben sich gegenseitig massakriert in Jerusalem und der Sanhedrin hat das nicht mehr geahndet. Das steht im Talmud wörtlich drin. Und im Talmud steht, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wurde wegen grundlosen Bruderhasses unter den Juden untereinander. Das war so schlimm, als die Römer irgendwann dann Jerusalem angefangen haben zu belagern, 70 nach Christus, haben drei Parteien der Juden in Jerusalem selber sich dermaßen wild und schlimm bekriegt, dass die Römer davor gestanden haben, fassungslos und haben gesagt, wir müssen nur warten. Die massakrieren sich schon selbst. Ja, das war wirklich so, ja. Wenn die eine Partei vorgerückt ist, hat die andere beim Rückzug alle Nahrungsmittel verbrannt. Und drei Wochen später sind die wieder vorgerückt, dann sind die zurück und haben die Nahrungsmittel wieder verbrannt. Und dann kommt die dritte Partei in die Flanke rein, dann haben alle beide ihre Nahrungsmittel verbrannt. Und zwischen diesen drei Parteien ist der Volkskörper, so schreibt der Flavius Josephus, hin und her gewabert. Die Alten und die Kinder gehungert haben die ohne Ende und außenrum haben sie sich bekriegt bis zum Gehtnimmer. Und da außenrum die Römer, die Jerusalem erobern wollten. Warum? Weil da ständig eine Revolution war. Das war ständig am Rand von diesem Römischen Reich, war ein kleines Volk, was immer noch Widerstand leistet. Ja, so heißt es, glaube ich, in moderner Literatur. Und vor dem Hintergrund sagt Paulus, wir sind dem Staat. Und weil Christi Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir begeben uns einfach unter diese Staatsräson drunter. Bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Und der mag für den einen früher sein und für den anderen später. Ja, das ist so. Aber eigentlich sind wir frei. Und als Jesus vor Pilatus steht, da sagt der Pilatus, so bist du denn ein König? Und dann sagt Jesus, ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, wie geht es weiter? Meine Jünger würden für mich kämpfen. Das lesen wir gar nicht, ne? Wir sind so pazifistisch sind wir erzogen worden als Christen, ja? Wir brauchen aber ein bisschen die Evangeliumsbalance. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, sagt Jesus, und es wird eines Tages von dieser Welt sein, im tausendjährigen Reich, dann werden meine Jünger für mich kämpfen. Das wird auch kommen. Ja? Aber wir warten darauf. Denn jetzt zu kämpfen in dieser Welt, das hat noch nie funktioniert. Ja? Jeglicher Gottesstaat hier ist irgendwann korrumpiert worden und hat sich ins Gegenteil verkehrt. Ja? Das müssen wir auch wissen. Die Nüchternheit brauchen wir auch. Aber ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Wir sind frei. Ja, wir zahlen unsere Steuern freiwillig. Wenn wir keine Steuern zahlen, gehen wir alle ins Gefängnis. Keine Frage, ja? Aber aus der göttlichen Perspektive raus, die Gotteskinder sind frei, sagt Jesus zum Petrus. Ja, aber nimm den Staat da, wenn du da einen Fisch fängst, da ist ein Goldstück drin oder Münze und die gibt dem Kaiser und dann gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. So ist unsere Haltung, ja? Und man spürt langsam, wie viel königliche Freiheit im Evangelium ist. Ja, dass sogar die bösen Dinge müssen uns zum Guten dienen. Ja, Gott dreht es einfach um. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Die dienen uns. Warum? Weil wir Kinder des Königs sind. Ja, wir sind in ein königliches Priestertum eingegangen. Jeder von uns ist ein kleiner Priesterkönig, ein kleiner Melchisedek. Wer sagt das? Petrus, ja. Ihr seid ein königliches Priestertum, das Volk des Eigentums. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ja? Das heißt, wir sind in eine ganz neue, wie soll man das denn sagen? Dimension hört sich so falsch an. Ich weiß es nicht. In eine neue Welt haben wir Einzug gehalten. In die Gotteswelt sind wir hineingekommen. Und wir warten darauf, dass das offenbar wird. Und wir spüren das dran, dass wir Hunger haben nach Gottes Wort. Und dass wir Heimweh haben nach der himmlischen Welt, das spüren wir schon ein bisschen an uns, ja? Das merken wir. Und wenn wir die Bibel lesen und die Bibel gepredigt wird, dann merken wir, Gott sei Dank, ich bin nicht verrückt geworden. Gottes Geist macht das in mir und zeigt mir, wer ich bin, ja? Und ich bin enttäuscht über mich. Und ich habe da Schwierigkeiten mit mir umzugehen, wenn ich so sehen muss, wer ich bin. Aber täuscht euch nicht, Gott ist nicht enttäuscht von uns. Weil Gott sich auch noch nie enttäuscht hat, noch nie getäuscht hat über uns. Gott täuscht sich ja nicht über uns. Und ich bete auch und sage, Herr Jesus, du hast es angefangen, den Glauben in mir.
bring du den auch zum guten Ende. Das ist deine Aufgabe, nicht meine. Ja? Ist nicht mehr meine Aufgabe. Und diese Freiheit dürfen wir haben, ja, dass wir Dinge einfach an Gott abgeben und sagen, Herr, mir wird das zu viel, mir wird das zu schwer, gib mir einfach. Und ich bete auch schon mal und sag, Herr Jesus, ich freue mich über das Standbild und über die 70 Jahrwochen, aber lass mich doch verstehen, wer du bist. Ja? Ich will dich gerne sehen, ich will verstehen, wie ist dein Wesen, dass ich an dir Maß nehmen kann, ja? Manchmal bete ich die Gebete nach, die der Salomo gebetet hat. Ja? Der durfte sich auch was wünschen von Gott und da hat er sich Weisheit gewünscht. Und da sagt Gott, weil du dir Weisheit gewünscht hast, dass du dein Volk regieren kannst, kriegst du den Rest auch noch. Ja? Gott ist großzügig. Entschuldigung, Gott lässt sich nicht lumpen. Ja? Da kam mal ein Bäuerlein zu Alexander dem Großen. Das ist lange her, ja? Also Alexander der Große hat so eine Audienz gehabt, irgendeine Provinz hat er erobert und dann kamen einige Leute zu Alexander dem Großen und durften vorsprechen vor ihm. Und dieses Bäuerlein kam vor dem Alexander den Großen und hat gesagt, er wünscht sich für seinen Sohn ein Gehöft und für seine Tochter eine großzügige Mitgift, weil die will bald heiraten. Und der Alexander sagt, du bekommst das und das Gehöft und das ist die Mitgift für deine Tochter. Und der Bauer bedankt sich vielmals, verbeugt sich vor ihm und Alexander lässt den wieder ziehen. Und seine Generäle stehen neben ihm fassungslos und sagen, du kannst ja nicht einfach so ein Gehöft verschenken da an irgendjemand, der daherkommt. Dann sagt der Alexander, dieser Mann hat mich gebeten, wie man Könige bittet und ich habe ihm gegeben, wie Könige geben. Ha? Ja, was passiert, wenn wir Jesus bitten? Gott rückt's niemand auf, sagt der Jakobusbrief, ja? Wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Ja? Einfach bitten, fragen. Es gibt dieses Lied, wo es heißt, ich lass mich noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit. Ich glaube, die Strophe ist falsch, die müsste man irgendwie umdichten. Lass mich noch mal richtig Luft holen in der Ewigkeit. Die Lungen voll machen, voll göttlichem Sauerstoff. Da muss ich das ja nicht einatmen. Ja? Ich soll da nicht verstohlen, ein bisschen, ja, das ist doch, ich muss doch genau andersrum. Ich muss da sagen, jetzt ist Zeit. Jetzt schenk, gib her, öffne das Füllhorn, schütt es aus. Ja, Leben aus der Fülle, das gibt's auch. Ja? Und manchmal leiden wir fürs Evangelium und manchmal herrschen wir im Evangelium, das gibt's auch. Manchmal lassen wir uns Unrecht tun, manchmal fordern wir Recht ein, das dürfen wir. Wir dürfen sagen, du hast da was falsch gemacht an mir, bring das wieder in Ordnung. Wir dürfen sagen, du hast da was an dem und dem falsch gemacht, bring das wieder in Ordnung, das ist nicht gut. Ja, das dürfen wir. Ja, und dann gibt's da wieder Zeiten, wo wir uns unter Dinge drunter begeben müssen und auch die andere Wange hinhalten. Und das zu unterscheiden, das ist oft schwierig. Ja? Ja? Und das ist auch Wachstum im Glauben. Okay, jetzt ist mein Bild hier wieder ausgegangen. Die Punkte wollte ich gerne noch durchgehen mit euch. Genau. Also die Übersicht über den Galaterbrief ist in Kapitel 1, verteidigt der Paulus das Evangelium und er beschreibt seine Bekehrung und seine Beauftragung als Gottesevangelist. Ja, er verteidigt das Evangelium gegen was? Gegen das Gesetz des Mose, weil die das Gesetz wiederhalten wollten. Ja. Im Kapitel 2 gibt es eine spannende Auseinandersetzung Paulus gegen Petrus. Ja, die Verführung der Galater durch ihre irdische Gesinnung. Der Petrus war gekommen mit dem Jakobus und hat den Paulus besucht und die Gemeinde in Antiochien. Und der Petrus hat erst mit den Heiden gegessen und als dann der Jakobus kommt, dann fängt der Petrus an und sondert sich auch wieder ab von den Heiden. Ja. Und da geht der Paulus her und sagt zum Petrus, wenn du als Jude heidnisch lebst, warum zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Was für ein Satz. Das ist so konzentriert. Ja. Das trifft es aber 100% auf den Punkt. Schauen wir uns später auch nochmal an. Spannende Geschichte. Und dann kommt Kapitel 3, Christus oder das Gesetz? Fragezeichen. Ja? Was ist unser Maßstab? Wer ist unser Maßstab? Ist eine Person unser Maßstab oder Buchstabe? Der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet. Christus macht lebendig, das Gesetz tötet. Ja? Sollen wir wieder Mose nachfolgen statt Christus? Luther hat gesagt, viele Christen machen aus Jesus wieder einen Mose. Ja? Oder machen aus Christus wieder einen Mose, sagt er wörtlich. Was meint er damit? Er meint, dass Mose im Alten Testament das Gesetz gegeben hat und viele irdisch gesinnte Christen gehen her und machen aus Christus wieder einen neutestamentlichen Gesetzgeber. Ja? Und das ist diese Auseinandersetzung in Kapitel 3, die dann der Paulus erklärt und sagt,
das Gesetz vom Sinai, das gilt überhaupt nicht mehr. Warum? Naja, weil das Priestertum sich geändert hat. Ach so, ja, wer ist denn jetzt hoher Priester? Jesus ist hoher Priester. Nach welcher Priesterordnung? Nach einer nicht-aaronitischen Priesterordnung, nach einer ganz komischen Priesterordnung, nach einer Melchisedek-Priesterordnung. Ja? Melech Zadok nach einem Königpriester. Also Jesus ist hoher Priester, ja. Aus welchem Stamm war denn Jesus? Aus Juda, oder? Ja, war der nicht aus Levi? Nö. Ja, dann darf der ja gar kein Priester sein. Jesus darf doch gar kein Priester sein. Warum? Ja, König könnte er sein, weil dem Stamm Juda ist ja vom Königtum verheißen worden. Aber um Priester zu sein, müsste Jesus ja aus Levi sein, oder? Natürlich. Er ist aber ein ewiger hoher Priester, er ist ein himmlischer hoher Priester geworden. Ein Königpriester. Ja? Priester ist er heute schon für die Gemeinde. König wird er werden, wenn er nach Jerusalem kommt und das tausendjährige Reich aufrichtet. Ja? Das heißt also, wir haben ja ein ganz anderes Priestertum. Ach so, dann sind wir nicht mehr im Priestertum von Aaron und Levi. Nein. Ja, aber wenn jetzt Jesus Priester ist, was ist denn mit dem Gesetz? Das Gesetz muss geändert werden. Ja, aber in welches Gesetz denn? Naja, ins Gesetz Christi. Ins Gesetz des Geistes. Ins Gesetz der Freiheit. Aha. Ja, und wie lange dauert dieses Priestertum Jesu? Das dauert ewig. Ja, und das Priestertum von Mose und Aaron? Das ist ein für allemal, das ist vorbei. Ja? Wenn es nicht vorbei wäre, wärt ihr doch keine Priester. Weil wir Unbeschnittenen dürfen überhaupt keine Priester sein. Ja? Nach dem Gesetz des Mose ist uns das verboten. Ja? Weil sich aber das Priestertum geändert hat und es um ein himmlisches Priestertum geht, deswegen sind wir auch Priester. Wie Christus. Warum? Ja, weil wir in dem neuen Priestertum des Melchisedek sind, eines Königpriesters. Und wir selber sind Könige und Priester, sagt Petrus. Ach so, das ist aber blöd für die Juden. Da kann ich euch aber sagen. Das ist ein großes Ärgernis für die Juden. Die spucken Feuer. Ja? Aber das ist wahr. Das ist wahr. Und manchmal sehen die Christen nicht so aus, als ob sie dazu gehören, weil sie sich manchmal ein bisschen komisch verhalten auch. Ja, das gibt's auch. Aber es gibt auch immer wieder Möglichkeit zur Umkehr und zu sagen, Herr, ich habe das nicht gut gemacht. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Ja, vergib mir das bitte. Und dann gehe ich auch noch zu dem und dem und sage, hier, entschuldige, das war nicht in Ordnung. Und wenn das denn was gekostet hat, dann macht er das dann wieder gut. Die Bibel will sogar, dass das, glaube ich, drei- und vierfach gut gemacht wird. Ja, sodass nichts übrig bleibt. Kein Zinsverlust. Vielleicht sind da Jahre zwischen gewesen, ja, wo man jemanden vielleicht, weiß nicht, um irgendeine Geldsumme betrogen oder betuppt hat, ja. Die Bibel will vierfach, das ist vierfach, damit nichts so wichtig ist, der Bibel Wiedergutmachung, müsst mal überlegen, ja. Also das ist schon was Besonderes. Okay, also diese Auseinandersetzung kommt dann, sollen wir wieder das Gesetz des Mose zurück oder haben wir Christus als hohen Priester, ja. Und dann kommt Kapitel 4, die Sklaverei des Gesetzes. Sklaverei des Gesetzes, Herzenskälte, Perfektionssucht, fleischlicher Glaube, Anstrengung, Streit, Zerwürfnis, fromme Karriere, Arroganz, was will man denn noch? Ignoranz, soll man noch ein paar Sachen sagen? Da kommt eine ganze lange, lange Liste zusammen, oder? Ja? Und, aber wenn jemand Jesus gefunden hat, dann wird das wird ein neuer Mensch. Und wie geht das? Gott zeigt ihm erstmal, wer wir sind. Und dann fangen wir an, bescheiden zu werden. Fangen wir an und werden still und hören mal zu und werden ruhig und dann baut Gott langsam auch auf, ja? Das ist das Evangelium. Gott macht das neu. Aber viele führen die Menschen ins... Ich habe das selber erlebt. Ich rede nicht vom grünen Tisch. Ich war in einer Gemeinde, die sehr, sehr streng war. Sehr biblizistisch. Ja? Und wir sind als junge Gläubige gutgläubig da reingegangen, weil wir wirklich Jesus nachfolgen wollten. Und wir haben nicht gemerkt, dass wir in so eine Gesetzeskiste da reingezogen worden sind, statt zu Christus. Ja? Und das hat für viel Not gesorgt. Sind alte Freundschaften zerbrochen wegen solcher Dinge, ja? Dann kommt Punkt 5, das finde ich ein tolles Kapitel, die Freiheit des Christen, sein statt tun. Ja? Wir sollen etwas sein. Wer etwas ist, der tut doch auch was. Der lebt das, der atmet das, der klingt das, ja? Die Gesetzesleute sagen, du musst das Gesetz tun. Und ich sage, nein, wir sind schon. Wir sind in Christus, ja?
Der Gesetzesmensch sagt, ich will das Gesetz tun, weil dann beweise ich Gott und mir, dass ich recht bin. Ja? Und ich sage, nein, wir sollen das Wort Gottes essen. Ja? Der Gesetzesmensch sagt, ich will das Wort Gottes verwirklichen, weil damit bin ich, zeige ich, dass ich besser bin als die Welt da draußen und dass ich die Erlösung verdient habe. Und ich sage, nö, wir leben von diesem Wort Gottes, wir sind das Wort Gottes an die Welt, das Wort Gottes wohnt in uns, wir sind durch das Wort Gottes gezeugt, wir sind mehr als das Gesetz, was die Gesetzeslehrer wollen, versteht ihr? Beim Gesetzeslehrer, das Gesetz bleibt immer außerhalb von ihm, der will es mit den Händen tun. Wir sind über gossen mit diesem Öl des Wortes Gottes. Das Wort Gottes nimmt Wohnung in uns, dass wir sind selber Wort Gottes an die, ein geschriebener Brief, sagt Paulus. Versteht ihr? Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist Kapitel 5, ja? Die Freiheit des Christen, sein statt tun. Also finde ich ganz wunderschön. Wenn man das im Glauben ergriffen hat, das will man nie mehr loslassen, ja? Und unter dieser gesetzlichen Predigt, wäre der Paulus doch als Erster aufgestanden und hätte gesagt, ich will das Gesetz tun, Römer 7. Ich schaffe es aber nicht, ja? Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem Gesetz Gottes widerstreitet, was mich gefangen nimmt, ja? Und was mich tötet. Ich will ja das Gesetz tun, aber ich schaffe es nicht. Und diese Gesetzespredigt ist für den geistlichen Menschen Gift. Und trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden, ja? Und meine Frage ist immer, wo seid ihr denn heute Morgen? In welcher Glaubenssituation steht ihr denn? Steht ihr gerade vor so einem Punkt oder nach so einem Punkt, ja? Kämpft ihr noch im Gesetz? Liegt vielleicht der eine oder andere am Boden und sagt, ich geb's auf. Ich krieg's nicht hin, ja? Hat einer die Gnade Christi schon ergriffen und freut sich einfach, dass er nochmal so einen frischen Schluck Wasser drauf, ja? Das ist das Problem für mich jetzt. Wo seid denn ihr so, ja? Dass man das so ein bisschen spürt, ja? Und ergreifen kann. Und ich glaube trotzdem, dass es für einen gesunden Glauben gut ist, durch diese enge Tür des Gesetzes durchzugehen. Wir kommen nicht zur Gnade, wenn wir nicht zerbrechen, ja? Gott zerbricht uns sehr fein. Gott ist ein Gentleman. Ja? Gott macht das Stück für Stück. Aber dieser Zerbruch des alten Ichs gehört unbedingt zum Glauben dazu. Das ist die enge Pforte, vor der viele wegspritzen. Die wollen das nicht. Die werden zu Heuchlern oder gehen wieder in die Welt. Ja? Das sind die zwei Möglichkeiten. Aber ein Gotteskind geht durch diesen Jabok, durch dieses Jabok-Erlebnis durch und zerbricht. Und Gott fängt neu an, darauf aufzubauen. Ja? Weil wir heben sonst ab wie ein Heißluftballon. Ja? Denn Paulus hat Gott auch einen Stachel ins Fleisch gegeben, wo der Satan ihn dran schlägt, dass er sich der hohen Offenbarung nicht überhebt. Ja? Das heißt, Paulus ist immer geerdet geblieben. Der ist immer auf dem Boden. Der musste immer nach Golgatha zurück. Ja? Wenn das nicht gewesen wäre, wäre der abgehoben. Das ist eine große Gefahr im Glauben. Ja? Sex, Geld, Macht. Riesenproblem. Auch in Gemeinden. Ja? Findet er überall. Ist schlimm. Also Gott ist da auch treu und führt uns immer wieder zurück nach Golgatha. Ja? Das, was gut, was wichtig ist auch. Ja? Ja, und dann kommt das Gesetz Christi, da machen wir dann ganz zum Schluss am Sonntagmorgen, da kommt Herzenswärme, Vergebung, da kommt ein geistlicher Glaube, ich bin angekommen, ich bin zum Ziel gekommen. Ja? Ich bin nicht mehr unterwegs, etwas zu verwirklichen in mir, sondern ich bin zur Ruhe gekommen in Christus. Schabbat, ja, nicht samstags. Sondern mein ganzes Leben ist Sabbat geworden. Ich ruhe von meinen Werken. Ich bin im ewigen Sabbat Christi. Ja? Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Kolosserbrief. Ja? Das Schattenbild war am Samstag nicht arbeiten für einen Juden. Ja? Die Erfüllung ist, von den Werken und den Anstrengungen im Werken ruhig geworden zu sein, angekommen zu sein, zu sagen, ich ruhe in Christus. Er für mich. Ich bin. Ja? Wir haben einen Freund in der Pfalz, Bettina kennt ihn und die Anja auch, ja, der ist Winzer. Und er hat gesagt, wir haben viele Ostfahrten mit denen gemacht nach Moldawien und nach Kasachstan und Hilfsgüter dahin gebracht und christliche Literatur. Und er hat mal gesagt, auch so pelzig, ja, ich mach keine stille Zeit. Ich bin stille Zeit. Ja? Ist das nicht schön? Da gehe ich in meinen Wingert, Weinberg, und wenn ich da im Herbst bin, dann bin ich stille Zeit. Ich bin. Du musst von Neuem geboren werden. Das musst du, sonst gar nichts.
Und wenn du von neuem geboren worden bist, dann bist du etwas. Ja? Wir müssen etwas sein. Und dann tun wir. Ja? Automatisch, oder wie will man sagen dazu? Das ist die hohe Berufung und die Freiheit. Wir werden dadurch echte Charaktere. Ja? Wir sind keine so verdrucksten Menschen, die keine Freude am Glauben haben, sondern wir sind angekommen. Das ist das, ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht, nicht die Früchte des Geistes, nicht 9 Früchte, eine Frucht, aber vielleicht mit 9 Seiten, ja? 9 verschiedene Seiten. Die Frucht des Geistes, das kommt hier in Galater 6, das Gesetz Christi, ja? Also das finde ich ganz wertvoll, wenn man da ein bisschen zu Hause ist drin. Und ich schließe mal hier einfach ab. Haben wir doch eine lange Vorrede. Aber ich glaube, Luther hat auch eine lange Vorrede zum Galaterbrief geschrieben, soweit ich weiß. Ja. Aber das vielleicht mal so als Anfang, dass man ein bisschen so einen Geschmack bekommt, was uns da erwartet in dem Galaterbrief. Ja. Wenn ihr wollt, ich schicke euch auch gerne die Folien zu. Dann könnt ihr das vielleicht da nachvollziehen. Ich habe nicht so sehr viel Auslegung da drin. Da sind ein paar Anmerkungen, glaube ich, in den Texten. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Wer das mag, könnt ihr gerne haben, ja? Ja, kommt, wir machen Fragerunde, ja? Ja? So ist es, ja? Also aus dem Katholizismus ist auch schwierig zu kommen, ja? Ja. Ja. Das ist ein langer Weg, ja. 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 Ganz einverstanden, ja. Das geht auch nicht. Man kann das meiner Meinung nach nicht studieren. Man muss das essen. Man muss das verdauen. Man muss das runterschlucken und verdauen. Und das wird einen grimmen im Bauch, ja. Aus Gnade zu leben heißt ja, dass ich rechtmäßigerweise den Tod verdient hätte. Und die Erkenntnis darüber, die ist nicht sehr angenehm, ja. Dass ich sehe, ich bin genauso ein Kerl wie die da draußen und wir sind aus demselben Holz geschnitzt, ja. Aber der Punkt ist sehr wichtig. Ich glaube, dass das Gesetz trotzdem gepredigt werden muss. Warum? Weil das Gesetz irdisch ist und den irdischen Menschen angeht, ja. Unser irdischer Mensch wird sterben. Warum? Weil er gesündigt hat. Was heißt das genau? Unser irdischer Mensch hat das Gesetz des Mose übertreten und deswegen muss der sterben. Der neue Mensch in Christus, der wird ewig leben. Ja? Der neue Mensch in Christus ist nicht unter Gesetz, weil das Gesetz den gar nicht erreicht. Weil der neue Mensch in Christus, dessen Bürgerrecht ist ja im Himmel, aber das Gesetz gilt nur auf der Erde. Ja? Würde das Gesetz den neuen Menschen in Christus erreichen, würde das Gesetz sagen, oh, da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Das ist ja Christus, den ich da sehe vor mir. Das ist unser neuer Mensch. Ja? Das heißt, das Gesetz hat am neuen Menschen nicht einen Punkt, wo das Gesetz ansetzen könnte und anfangen könnte zu verurteilen, weil der neue Mensch perfekt ist in Christus. Das ist unsere Stellung. Das andere ist unser Wandel. Und das müssen wir unterscheiden. Ja? Und dann kommen wir auch in eine gute Balance, auch in eine gute seelische Balance. Wir verstehen uns aus Gottes Wort. Das ist wichtig, das ist seelsorgerlich, obwohl das eigentlich biblische Dogmatik ist, ja? Verstehen wir uns plötzlich aus der Bibel raus, ja? Das ist ganz wichtig, finde ich. Deswegen mag ich die Themen auch so. Und das Gesetz muss trotzdem gepredigt werden. Warum? Weil in Gottesdienst kommen ja auch Menschen, die vielleicht nicht wiedergeboren sind, die das Evangelium zum ersten Mal hören oder das zum letzten Mal bei der Konfirmation gehört haben oder bei der Firmung. Oder im Kindergarten, ja? Und die kommen jetzt in Gottesdienst. Und dann wird denen gepredigt, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir hatten Konfirmation bei uns im Ort. Da ist gerade frisch eine Ehe kaputt gegangen. Und einer der Söhne aus der Ehe hatte Konfirmation. Und die Konfirmanten waren jetzt gerade 10 Stück, die sollten die 10 Gebote vorlesen, auswendig aufsagen. Und die standen vorne auf der Bühne und die beiden Geschiedenen saßen. Ist schlimm, wenn eine Ehe kaputt geht, keine Frage. Will das auch nicht verurteilen. Aber ihr eigener Sohn steht vorne und sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Da war es still in der Kirche. Ja, das Wort Gottes hat Kraft. Da so schnell mit Finger drauf zeigen, darum geht's nicht, ja. Ich will damit nur sagen, das Gesetz muss gepredigt werden, damit die Leute das hören. Und die gehen nach Hause und ärgern sich. Die sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Der Pastor war so gesetzlich.
geht denen gar nichts an, was ich mache. Ich lebe mein eigenes Leben. Der Gott, den der hat, der interessiert mich gar nicht. Aber Gott hat Verheißung auf dieses Wort gelegt. Und das Wort hängt ihm im Herzen. Und jedes Mal, wenn er Ehebruch begeht, denkt er dran. Und er schiebt es weg. Und sein Gewissen wird immer schwerer. Und jedes Mal, wenn er stiehlt, dann denkt er da dran. Und er schiebt es weg. Ja? Und das kann er eine Zeit lang machen. Und sein Gewissen wird irgendwann so schwer, dass er sagt, ich brauche Erlösung. Und dann ist das Gesetz Zuchtmeister, Erzieher auf Christus geworden, weil er merkt, ich muss nach Golgatha. Mein Herz ist so, ich habe so viele Sachen gemacht, die diesem Wort widerstreben. Ja? Und deswegen muss das Gesetz gepredigt werden. Und dann und wann tut das auch uns Christen, uns wiedergeborenen Christen gut, so als so eine geistliche Chiropraxis. Das Gesetz renkt uns manchmal auch wieder ein. Ja? Ja? Ja, genau. Genau, ja, genau. Also eigentlich geht es uns ganz ähnlich wie bei Christus auch, ja? Wir sind mitgestorben auf Golgatha, wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind sein Leib, er ist das Haupt. Wir haben denselben Geist wie er. Wir dürfen Vater zu Gott sagen. Wir sind Priester mit ihm. Wir werden herrschen mit ihm. Wir sind in Christus. Das setzt Wiedergeburt, genau, voraus, ja? Ja, Wesensgleichheit, ja? Ja? Ja. Jabok. Was das ist? Also der Jakob, Jakob kommt an den Jabok. Das ist kompliziert. Also der Jakob ist geflohen von zu Hause. Der hat den Erstlingssegen gestohlen, ja, von dem Esau. Und dann ist er geflohen und war 20 Jahre weg beim Laban und hat dort irgendwann auch selber eine Herde bekommen, ja, an Vieh. Und nach 20 Jahren hat er auch zwei Frauen, die Lea und die Rahel. Und dann zieht er wieder zurück in sein Vaterland. Und kurz bevor er nach Hause kommt, kommt er an einen Fluss und der heißt Jabok. Der heißt so, ja. Und dann passiert was ganz Seltsames. Da passiert was Neutestamentliches eigentlich, mitten im Alten Testament. Also der Jakob, der bringt sein ganzes Vieh auf die andere Seite, weil er hat Angst, am nächsten Morgen kommt sein Bruder Esau und er versucht dem schickt er immer mal so ein paar Schäflein vorab, damit der Esau sich langsam abkühlt und sagt, ach, schon wieder Schafe vom Jakob, der meint es ja gut mit mir. Und dann, der war klug, ja, der alte Mensch ist so, ja, das ist ein echter Jakob. Klug, ja. Okay. Und aber in dieser Nacht kommt ein Mann und der Jakob ist ganz allein auf dieser Seite vom Jabok und seine Familie und das Vieh ist auf der anderen Seite. Es war ein ganz privater Moment zwischen Jakob und Gott, ganz privat, nur die beiden. Ja? Und dann kommt dieser Mann und der Jakob ist ganz, ganz irritiert, weil er weiß, warum kämpft er mit mir? Dieser Mann kämpft, das ist der Engel Gottes, der kämpft mit dem Jakob und zwar die ganze Nacht. Und der ist stark, der Jakob. Stark. Der Engel hat die ganze Nacht mit dem gekämpft. Euer alter Mensch ist stark. Der will nicht sterben. Der kann eine ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Ja? Der ist stark. So, und der Jakob kämpft mit dem und kurz bevor die Sonne aufgeht, rührt der Engel den Jakob an die Hüfte an. Da hat man eigentlich hingerührt, wenn die Juden einen Schwur gegeben haben. Ja, wenn es um Ehrlichkeit geht, um Vertragstreue. Und das war die schwache Seite bei dem Jakob. Ja, mit so Ehrlichkeit war nicht so sein Ding. Das heißt, Gott rührt den Jakob an die schwache Seite und da zerbricht der Jakob. Und da sagt der Jakob zu dem Engel, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann gibt der Engel dem Jakob einen neuen Namen. Das ist ja fast wie eine neue Natur. Ja, das ist ja fast wie Neues Testament. Da kommt jemand durch die Nacht seiner Sünde, Gottes Wort ringt ihn zu Boden und irgendwann bittet er, dass er Gnade empfängt und er empfängt eine neue Natur. Israel, Gott hat gekämpft, ja? Gott kämpft für dich. Hammer, ja? Also, und das ist ja Altes Testament. Ich mag die Stelle sehr, ja? Und der Jakob, der kämpft und dann, als er dann den neuen Namen bekommt, dann geht die Sonne auf. Das heißt, der hat Licht. Illuminat. Ja, Gotteslicht. Ja, das heißt, der Jakob hat jetzt einen neuen Namen, der hat eine neue Natur, der hat Licht von Gott und der hinkt. Ja, der hinkt an seiner Hüfte. Ja,
Und da ist er immer so Richtung Esau gelaufen. Ja? Und die kleinen Schäflein, die sind so mit ihm gelaufen. Und da hat er gesagt, kommt, ihr könnt nicht so schnell und ich kann auch nicht so schnell. Wir gehen so Richtung Heimatland. Ja? Das ist unsere Rolle. Ja? Wir hinken am alten Menschen. Das ist normal. Das ist eine Auseinandersetzung, die nur der Geistliche kennt. Ja? Das ist geradezu ein Zeugnis des Geistes Gottes an unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Weil der fleischliche Christ oder der Weltmensch, den interessiert das gar nicht, der hat da gar kein Problem mit. Dass sie aber merkt, oh, ich hinke an dem alten Jakob, da hinke ich, ist ein Zeichen des Geistes. Das ist normal. Das gehört zum Glaubensleben dazu. Das ist nichts Unnormales. Ja? Und jetzt finde ich auch schön, dass man sich so vorstellen kann, der Jakob, der war so, der ist auch mit den Schwachen dann mitgegangen, ja? Ja? Christus geht auch mit uns Schwachen. Aber Christus ist stark, ja? Christus ist Dynamis. Er ist Gott. Er ist der Herr, der die Welt geschaffen hat. Ja, und der ist so barmherzig, dass er mit uns hinkt. Ja, was für ein Gott. Wenn Gott so ist, dann ist alles gut, ja? Jesus hätte doch nicht nötig, Entschuldigung, mit euch oder mit so jemand wie mir durch so ein Leben durchzuhumpeln, ja? Der hat doch ganz andere Dinge. Guckt euch mal, wer der geschaffen hat. Das ist doch egal, wer hier vorne steht, ja? Und Gott macht, und das ist ja nur ein Ausschnitt von der Schöpfung. Nur ein Ausschnitt von der Welt, von Europa, ja? Dann ist ja nicht mal der Kosmos mit allen Sternen und Galaxien. Ja, was hätte Gott denn, wieso, Jesus muss doch nicht mit so ein paar Leuten wie uns durchs Leben humpeln und Gebete erhören, ja? Und er macht's trotzdem, ja? Könnt ihr euch das Wesen vorstellen, was dahinter sein muss? Wie Gott so liebevoll sein muss, im Detail zu sagen, das sind meine Leute, ja? Also, das, eine ganz wichtige Bibelstelle auch, ja? Die du gelesen hast. In der Parallelstelle sagt Jesus zu dem Pharisäer, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Überleg euch mal, 613 Gebote, vielleicht auch mehr, die Zahl ist ja auch künstlich, ja. Angeblich soll das Gesetz Mose ja 613 Gebote enthalten. Weil Tora heißt vom Zahlenwert 611. Und dann gibt's noch die zwei Liebesgebote vom Sinai. Und das macht dann 613. Ist eine kabbalistische Zahl oder Talmudzahl, ja. Also, ich habe es auch mal alle durchgezählt. Aber stellt euch vor, Jesus fragt jetzt, da kommt so ein Rabbiner und sagt zu ihm, was ist das größte Gebot, ja? Und Jesus fragt zurück und er sagt, Gott lieb zu haben, ja? Und da durchzudringen durch diesen Gesetzeswust und die ganzen Nebengesetze und die Durchführungsverordnung für Gesetze, gab es ja damals auch bei den Rabbinern, ja? Durchzudringen zu so einem Punkt, zu sagen, das Wichtigste im Gesetz ist, Gott lieb zu haben und Menschen lieb zu haben, das ist schon was Besonderes, ja. Und Jesus bestätigt das auch hier. Und der Grund dafür ist meiner Meinung nach der, wenn man sich mal überlegt, was ist denn das Gesetz überhaupt? Was ist das? Also das Gesetz ist eigentlich Gottes Wille in Buchstaben, oder? Das, was Gott von uns will, das hat er in Buchstaben geschrieben, ja. Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist geistlich, sagt Paulus im Römerbrief, ja? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft, ja? Das Gesetz ist also geistlich und heilig, also ist das Gesetz wie Gott, ja? Gottes Wesen ist im Gesetz des Mose ausgedrückt. Gottes Wesen. Wie ist denn Gottes Wesen? Liebe. Ja, aber bitteschön, dann kann ja auch nur die Liebe die Erfüllung des Gesetzes sein, oder? Ja, natürlich. Das schreibt der Paulus ja. Ja, ist so, ja. Ja. Das ist unbedingt so. Man muss auch ein bisschen zuhören, glaube ich, wenn Jesus sagt, haltet meine Gebote. Ja. Also viele sagen auch zu mir, ja, Moment, du sagst, das Gesetz gilt nicht mehr für uns. Jesus sagt doch, haltet meine Gebote. Ja, sag ich. Müsst aber genau hinhören. Jesus sagt nicht, haltet die Gesetze des Mose. Sondern Jesus sagt, haltet meine Gebote. Und als Rabbiner hätte ich damals gesagt, Moment mal, Entschuldigung, Herr Jesus, du bist ja ein Zimmermann. Könntest du denn einfach das Gesetz ändern? Ja? Ihr habt gehört, euch ist gesagt. Ich aber sage euch, ja, Moment mal, das ist ein Zimmermann aus Galiläa. Der kann doch nicht einfach das Gesetz ändern. Ja? Der wohnt da irgendwo da in der Ebene von Hamageddon, da ist der groß geworden. Der ist ja nicht einmal in Jerusalem groß geworden. Der kann doch bitteschön jetzt nicht hergehen, das Gesetz des Mose einfach ändern und irgendwelche neuen Gesetze aufstellen. Ja? Ihr habt gehört, euch ist gesagt und ich aber sage euch.
Ja, das ist ja doch, das darf er. Warum? Weil er der Herr der Welt ist. Er hat das Gesetz gegeben. Ja, und er darf das Gesetz so scharf machen, wie er will. Ja? Das heißt also, wenn Jesus sagt, haltet meine Gebote, dann ist das das Gesetz Christi, was wir halten sollen. Da müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen für auch. Ja? Was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir Glauben wieder zu einer Leistung machen. Ihr hört oft, ich weiß nicht, viele sind ja auch in charismatischen Gemeinden, ihr hört oft, du glaubst nicht genug. Ja? Deswegen bist du krank. Das sind oft, ja? Da kommt dir, mit so einem Satz stürzt dir jemand in Teufelsküche, wenn es die überhaupt gibt, ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Da wird Glaube zur Leistung. Oh, ich muss mehr glauben. Glaube ist in der Bibel das Passivste, was es gibt. Ja? Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Ja? Wer das Gesetz tut, der wird leben. Aktiv. Wir glauben und werden nicht aus Gesetz gerecht, sondern aus Glauben, weil wir etwas für wahr halten, was jemand anders getan hat. Ja? Ihr bewerbt euch um einen Job und der Chef sagt, haben Sie Führerschein? Nee, aber ich kenne einen, der hat einen Führerschein. Haben Sie einen Schweißerschein? Nee, aber ich kenne jemanden, der hat einen Schweißerschein. Das ist lachhaft, oder? Jetzt kommt er in den Himmel, da fragt Gott, hast du Gerechtigkeit? Und dann sagen wir, nee, aber ich kenne jemanden, der hat Gerechtigkeit. Ja? Im Himmel geht das. Und es geht nur so. Christus ist für uns gerecht. Wir glauben daran, wir tun das nicht selber. Er hat etwas erworben, da haben wir gar nichts mit. Da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Da waren wir noch Feinde, da ist er schon gestorben für uns. Und das kann niemand mehr rückgängig machen, das ist Fakt. Versteht ihr, das ist die Wahrheit, die die Bibel uns in unsere Miseren reinruft. Ja? Das ist das Evangelium und das ist Dynamis. Das bricht unser ganzes Wesen auf und macht uns zu neuen Menschen. Das trägt uns bis ins hohe Alter und bis übers Sterben hinaus, bis ins ewige Leben hinein. Ja? Weil von unserem Leib Ströme frischen Wassers fließen und der wird ein Quell frisch, der quillt bis ins ewige Leben, sagt Jesus. Ja? Und das ist Evangelium. Und deswegen lasst euch nicht erzählen, ihr würdet nicht genug glauben. Glaube schafft Gott in uns. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Wisst ihr, was ich mache? Ich versuche aufzuklären. Ich zeige in der Bibel bestimmte Verse. Ich verbinde Punkte in der Bibel. Ich möchte, dass die Zuhörer das verstehen. Ja? Dass die das nachvollziehen und sagen, das glaube ich, weil das steht ja hier. Und dann entsteht Glaube aus Wort. Das ist schon alles. Ja? Dass Gott seinen Geist dazu tut, das hat er ja verheißen. Das Wort ist Geist. Ja? Wer voll Geist ist, ist voll Wort. Ja? Und wer voll Wort ist, ist voll Geist. Die engste Verbindung, die ihr haben könnt zu Gott, ist nicht Zungenrede, ist nicht Schwärmerei. Die engste Verbindung, die ihr zu Gott haben könnt, ist, wenn ihr eure Bibel aufmacht und lest. Aber ihr wisst ja, dass dann sofort eine Tür klingelt. Amazon. Ja? Oder jemand ist am Telefon. Also wenn ich angerufen werden möchte, mache ich meine Bibel auf. Das dauert keine 5 Minuten, dann klingelt das Telefon. Ja, kennt ihr das auch? Ja? Der Feind will nicht, dass wir die Bibel lesen. Natürlich klingelt der Feind nicht ständig an der Tür, ja? Wisst ihr, wie ich das meine, ja? Aber das ist die Ängste, das Wort ist Geist. Und wenn ihr eure Bibel regelmäßig lest, dann seid ihr voll Geist. Das ist nicht irgendwelche Emotionen oder die Menschen sind oft so schnell dabei, irgendwelche Eindrücke für Geisteswehen zu verkaufen und zu verwechseln. Ja, das wird verwechselt oft. Ich gebe euch ein Beispiel. Jetzt am Sonntag, wann war das denn? Haben wir Montag heute? Nee. Dienstag. Vorgestern im Gottesdienst, ja, haben meine Frau und ich an einer anderen Stelle in der Gemeinde gesessen, wie wir normalerweise sitzen. Und von dem Ort kann man also so schräg auf die Bühne gucken vor, ja. Wir sitzen normal immer hinten in der letzten Reihe. Alter Geheimdiensttrick, man muss immer mit dem Rücken gegen die Wand sitzen, ja. Da muss man nur 180 Grad, na gut, okay. Wir sitzen meistens relativ weit hinten mit ein paar älteren Damen da und sagen, hier hinten sitzt der harte Kern und wir haben den Überblick. Okay, aber an dem Sonntag, also jetzt vorgestern, haben wir uns woanders hingesetzt, da in die Werktagskirche heißt das, glaube ich. Und von da kann man so schräg auf die Bühne gucken und die Stühle stehen ein bisschen schräg. Aber wenn man geradeaus guckt, dann guckt man durch so eine Glastür und eine Straße runter auf eine Kreuzung. Und ich gucke so auf die Predigt und gucke meine Bibel und denke so drüber nach und gucke so nach vorne, gucke auf die Kreuzung und sehe in 300-400 Metern Entfernung, wie ein schwarzer Phaeton da vorbeifährt. VW Phaeton. VW, ja, Auto. Vorbildlicher Wandel heißt es übrigens, ja.
Okay. Also ich gucke die Straße runter und sehe da so einen schwarzen Phaeton fahren. Ich habe so ein Auto mal gehabt, ich habe den sehr gemocht, ich musste den verkaufen. Aber ich fand das ein ganz tolles Auto. Ja, ich war ein bisschen verwöhnt mit Autos, aber den fand ich toll. Habe ich gebraucht gekauft, alt. Dann habe ich jetzt da gesessen und habe gedacht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 3 Stunden lang da runter guckst und dass ein Phaeton da vorbeikommt. Ein schwarzer Phaeton, ich hatte einen schwarzen Phaeton. Das war mein Auto, was da vorbeifuhr, in Anführungsstrichen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Die ist so gering, dass man sagt, vielleicht hat Gott zu mir gesprochen. Ja? Dann habe ich gedacht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da gerade überhaupt ein Auto vorbeifährt, wenn ich da runter gucke, während ich eigentlich auf die Predigt achten sollte. Ja? Ja? So, auf der Herfahrt ist meine Frau die zweite Strecke gefahren. Ich habe ein bisschen genickt im Auto. Werd wach, guck aus dem Fenster raus und sehe ein Schild im Gewerbegebiet, Auto klein. Leg mich wieder und schlaf weiter und denke, was? So, das wäre jetzt nicht so schwer, daraus zu machen. Ich glaube, du sollst einen Gebrauchtwagenhandel eröffnen, ja, oder? Ja? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Oftmals sind so Dinge, da steigert man sich so rein. Ich weiß eins ganz genau, dass ich keinen Gebrauchtwagenhandel eröffnen soll. Das weiß ich. Ich habe irgendwie eine andere Aufgabe und die verfolge ich also Tag und Nacht. Ja, ich will euch damit nur ein Beispiel sagen. Ich habe selber geschmunzelt darüber. Aber sowas wird dann schnell. Ich habe geträumt. Ich habe den Eindruck dies. Ich fühle mich hier im Bauch und habe dieses und jenes. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich bin sehr kritisch. Was euch immer hilft, ist ein guter, gesunder Menschenverstand. Der ist oftmals dem Geist Gottes sehr nah. Ja. Weil Jesus auch ein gegraundeter Mann war. Und in dem war der Geist Gottes in Fülle, ja. Ich will damit nur sagen, manchmal passieren Dinge und dann steigert man sich da rein und hat irgendwie eine Vorstellung. Gott ist auch treu und macht da auch gut. Wir sind manchmal wie Schäflein. Wir verirren uns schon mal in so eine Ecke und in so eine Richtung, ja. Aber so, das war für mich so ein plastisches Beispiel die letzten Tage. Ich halte mich sehr streng an Gottes Wort. Wenn ich eine Entscheidung groß vor mir habe, dann bete ich da einfach für und dann gehe ich ganz nüchtern ich treffe dann eine Entscheidung. Ich mache mal einen Entscheidungsbaum. Pro und Contra. Ja? Was ist Vorteil, was ist der Nachteil? Mache ich auch. Ja? Oder gestern haben wir gesprochen, ich gehe zum Arzt. Ich ziehe auch eine Brille an. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, auch menschliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja? Manchmal muss man Glaubenswege gehen. Ja? Und manchmal darf man ganz nüchtern sagen, man nimmt dies und das in Anspruch. Da sind wir frei. Wir sind ja freie Leute, ja? In der Gebundenheit an Jesus, ja? Und unsere Aufgabe und auch meine, so verstehe ich meine Aufgabe, wenn ich das sagen soll, ich versuche die Bibel so zu erklären, dass der Glaube daraus entsteht. Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Das ist wahr, ja? Ich wäre ja dumm, wenn ich nicht glauben würde, was wahr ist. Das ist eine rein menschliche Erklärung dafür. Und ich versuche aufzuklären, ja? Und zu sagen, Entrückung gibt es an dem und an dem Zeitpunkt. Ich möchte, dass meine Zuhörer aufgeklärt sind. Ich möchte, dass ihr wisst, ich möchte, dass ihr selber selbstständig das weitergeben könnt. Ich möchte nicht Leute an mich binden, ja, sondern ich möchte, dass ihr informiert seid. Und aus dieser Information im Wort Gottes entsteht Überzeugung. Und diese Überzeugung ist Glaube. Ja, das ist ganz nüchtern, das ist sehr unemotional zu Beginn. Aber das führt zu einer großen Freimütigkeit im Glauben und da entsteht auch viel Freude, ja. Aber die basiert nicht auf Emotionen, nicht auf Gefühl, sondern auf diesem unverbrüchlichen Wort Gottes.